Warte, kann ich dann anfangen? Ja. Okay. Hallihallo, Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Das hier ist Leda, das ist meine beste Freundin. Und wir wohnen ewig weit weg voneinander. Und jetzt haben wir uns ganz spontan getroffen. Sie wusste nichts davon, als ich dann gestern vor ihrer Tür stand. Und heute nehmen wir euch mit durch unseren Tag. Und bevor wir loslegen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Danke für über 3500 Abonnenten. Und wir starten jetzt erstmal damit, uns fertig zu machen. Lena sammelt hier schon ihre Sachen zusammen. Meine sind alles schön kompakt in diesem Täschchen. Und dann würde ich sagen, here we go, oder? Ui, der ist neu. Cool. Eigentlich wollte ich ja, dass das Video, was ich jetzt poste, ein Make-up-Tutorial wird. Aber das haut nicht hin, deswegen müsst ihr da noch ein bisschen warten. Aber dann, ihr bekommt noch eins versprochen. Möchtest du einmal unseren Plan für heute erläutern? Also es gibt noch nicht so richtigen Plan, aber wir gehen vermutlich mal in die Stadt, bisschen gucken, bisschen. Ich brauche auf jeden Fall neue kurze Oberteile und ich habe nicht eine einzige Kapuzenjacke mitgenommen. Richtig dumm. Wo ist meine Wimpernzange? Gute Frage, ich habe meine Ach nämlich da, auch gar nicht ja, erst die kann ich, muss mitgenommen. sie kurz sauber machen. Ich meine, guck dir diesen Unterschied an. Ja, okay, das ist echt heftig. Also ich finde das ja so eklig, aber ich krieg's halt auch nicht weg immer. Es geht halt auch nicht anders, wisst ihr? Ich mache dann so viel raus, ich brauche nicht so viel, aber dann gehe ich da so dick rein, aber nur mit einer Seite streicht das da so ab. Ich habe jetzt meine Wimpern fertig und ich benutze jetzt Blush. Den musst du mir auch mal drauf machen. Das Ja. kriegen wir hin. Aber du hast deinen Satz nicht zu Ende gesprochen. Also was brauchst du unter den Augen? Eine Aufhellung, ich fühle mich alt. Ja, mein Concealer, also ich habe eine Foundation, aber die ist zu dunkel. Damit sehe ich aus wie 2002. Sowas, wenn ihr wisst. Zu lange im Solarium gelegen. Ja, sowas in der Art. Ich bin jetzt auf jeden Fall gleich fertig. Ich muss noch meine Augenbrauen machen. Jetzt benutze ich noch Juicy Bomb. Ich mochte den eigentlich gar nicht, aber mittlerweile finde ich den voll gut. Ach so, wir reden über den Lipgloss. Ja. Oh, ach so, ja. Doch, den Typen mittlerweile eigentlich mag ich den jetzt auch lieber als vorher. Nee. Doch, weil er endlich weg ist. Ich suche mir jetzt so einen reichen Golfer. Ich fange jetzt mit Golfern an und dann suche ich mir einen reichen, gut aussehenden Golfer. Meldet euch alle mal bei Lena, aber nur wenn ihr Ja. Golf spielt und Und reich reich seid seid. und gut Sonst nicht. ausseht. Sonst. Das liegt ja im Auge des Betrachters. Blonde Haare wären schön und so. Wisst ihr, so ein guter Mittelscheitel Aber und es so dürfen ganz keine viel. gefärbt blonden Haare sein. Ja, Die es müssen naturblond Naturgesicht. sein. Mega! I love it. So, So. jetzt fehlen nur noch Schön, der dass wir immer Blush. das Gleiche sagen. The Blush. Also es kann sein, dass Lene übernächste Woche noch mal zu mir kommt. Das wäre natürlich der Oberhammer, weil Lene war noch gar nicht bei mir zu Hause, im neuen Zuhause. Und dann haben wir ganz viele Videoideen, die wir zusammen machen wollen. Und jetzt kannst du einmal kurz erklären. Genau, also ich hatte die Idee. Make-up-Tutorial hat ja immer schon gesagt. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Egal, also naja, jedenfalls, Idee, ihr müsst sagen, ob das eine gute Idee ist oder ob ich hier Ihr Trash-Talk. könnt einfach diesen Emoji dann kommentieren. Ich blende den gleich ein. Also, wir machen zwei verschiedene Videos und schneiden die nebeneinander und zeigen unsere Make-up-Routine. Und dann schreibt Emma vielleicht oben drunter oder wir sagen so nebenbei unsere Unterschiede, was zum Beispiel einer macht, was der andere nicht macht, so verraten unsere geheimen Tricks. Und dann könnt ihr einfach so kombinieren, was ihr Genau. mögt. Und falls ihr da Bock drauf habt, dann kommt ihr jetzt hier. Ja, dann kommentiert ihr jetzt diesen Emoji. Vielen Dank. Und wer ist denn nicht bei euch? Ihr bekommt auf jeden Fall gleich auch noch einen Outfit-Check. Heute Morgen hat es richtig geschüttet. Das war nicht so cool. Aber jetzt haben wir richtig schönes Wetter. Und genau. Warte, ich muss diese. Gesundheit. Wir machen jetzt einen Outfit-Check. Du darfst gerne anfangen. Okay, also. Kurz Ohrringe. Einmal so ein. Hier habe ich noch ein zweites, hier nicht. Dann diesen Pulli. So eine Kette. Ja, und dann so eine Levi's-Hose. So im hellen Blau. Mega. Meine Haare sind offen, die habe ich gestern gewaschen. Dann habe ich solche Ohrringe an, die sind von Lena, ich glaube, die sind von H&M. Die Kette ist von New Yorker. Dann habe ich Das eine wieder Jacke, Gesundheit, von ihrer kleinen Schwester an, einfach so eine ganz basic schwarze. Und darunter Ich habe ich kurz das dieses angucken. weiße Top an, das ist von Polympia. Warte. Und dazu habe ich diese hellblaue Hose an, die ist von H&M. Thank you.
gerade wiedergekommen aus der Stadt und ihr bekommt jetzt ein Haul. Ich habe tatsächlich nur 4 Sachen gekauft. Einmal so ein Sprühpflegeding für die Haare. Ich habe nämlich meine komplette Haarpflege zu Hause vergessen. Richtig dämlich und ich bin ja noch eine Woche weg. Ach, das wisst ihr noch gar nicht, ne? Aber ich fahre jetzt noch nach Berlin am Montag. Dann habe ich mir eine Wimpernzange gekauft. Die ist lila. Die ist voll fancy. Und dann hatten sie noch Ohrringe. Und genau. Hallo Lene. Und dann waren wir... Bei welchem Laden waren wir, wo wir das Parfüm gekauft haben? Eurokauf oder so? Ja, sowas. Und dann waren wir noch bei irgendeinem Laden in der Nähe vom Bahnhof und da habe ich noch ein Parfüm gekauft, weil auch das habe ich vergessen, inklusive Body Spray. Ich habe wirklich richtig Kacke gepackt und es ist richtig süß. Und das war es tatsächlich auch. Lena und ich haben eigentlich für heute keine weiteren Pläne, wir sind beide riesig ausgenockt. Freunde der Sonne, wir haben jetzt Sonntagabend und ich fahre morgen früh nach Berlin weiter. Dazu bekommt ihr dann am Samstag einen Vlog. Falls ihr ein bisschen dran geblieben seid, lasst mir gerne diesen Emoji in den Kommentaren da. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich den bei möglichst vielen von euch sehe. Danke für über 3500 Abonnenten. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich habe euch alle ganz so lieb.